Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und den Füchsen aus Berlin. Halbzeitstand dieser Begegnung war 18:9, der Endstand 37:23 für die Rhein-Neckar-Löwen. Das Ganze vor 10.579 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena. Das erste Statement zum Spiel, da bitte ich unseren Gästetrainer drum, das ist Velimir Petković, bitte. Ja, guten Abend, und das ist eine schöne Aufgabe, wenn ein Trainer muss hier sitzen vor der Presse nach dem so einen Debakel und muss etwas erzählen, aber ich will nicht viel reden, das ist einfach unglaublich, was haben wir hier erlebt, unglaublich, was hat Rhein-Neckar-Löwen gespielt heute, was hat er gezeigt, wir haben die beste Minute, wir waren nicht auf der Platte und das ist für mich unerklärlich, aber ich will nicht etwas gegen meine Mannschaft sagen, weil wir haben eine richtig gute Saison gehabt bis jetzt gespielt. Ich glaube, wir haben nicht diesen Druck, mentale Druck ausgehalten hier noch einmal gegen so einen Rival wie Rhein-Neckar-Löwen noch eine gute Leistung zu bringen. Besonders, was hat uns getroffen, letztes Spiel, dass einer von besten Leuten ist gesperrt, konnte nicht diese Derby spielen, und kann jeder von euch vorstellen, wenn Andi Schmidt fällt in eine Derby bei dieser solchen Mannschaft, dann ist sicher eine ganz andere Mannschaft von Rhein-Neckar-Löwen. Aber ich will nicht über sowas reden, gibt solche Tage, und ich will nicht viel reden über heutiges Spiel, das hat einfach nicht funktioniert in Abwehr, in Angriff. Egal was haben wir versucht, hat nicht funktioniert. Apelgren hat eine Weltklasse-Leistung gezeigt hier. Wenn wir haben gute Chance erarbeitet, er hat gehalten. Wenn wir haben von 9 Meter geworfen, er hat gehalten. Die sind Gegenschuss gelaufen. Wenn ich sage, erste Mal in meiner Karriere, ich habe 19 Gegenstoßtore gekassiert. Und das spricht alles über die heutige Leistung von Rhein-Neckar-Löwen von meiner Seite. Riesenlob an Nikolai und seine Mannschaft, und für uns bleibt nur, dass wir das erarbeitet und vergessen dieses Spiel. Natürlich eine gute Analyse, und in 7 Tagen, wir haben ein neues Spiel und wir werden versuchen, diese 2 Spiele zu gewinnen, welches steht vor uns in dieses Jahr, und dann wird trotzdem eine gute Saison für uns. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Petković. Dann kommen wir zum Statement vom sportlichen Leiter der Füchse Berlin, von Volker Zerbe, bitte. Guten Abend. Ich denke, Petko hat alles so weit treffend beschrieben, die Situation heute. Glückwunsch zum Sieg, Nikolai, Oliver. Natürlich verdient, gar keine Frage. Und auch mir geht es eben so, dass es unerklärlich ist, wie man 19 Gegenstoßtore bekommen kann in einem Spiel. Wie es passiert ist, sieht man heute an unserem Spiel. Und das müssen wir aufarbeiten. Natürlich selbstkritisch. Die Fehler, die wir gemacht haben, die dazu geführt haben, damit wir dann auch wieder da raus lernen, den nächsten Schritt machen, und insofern müssen wir das Spiel einfach dazu nehmen, ansonsten müssen wir es natürlich beiseite packen, nächstes Spiel, Erlangen steht vor der Tür. Danke. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement von unserem Coach, von Nikola Jakobsen, bitte. Ja, guten Abend und vielen Dank für die Glückwünsche und nette Worte. Ja, ich bin natürlich hochzufrieden, wie Petko auch sagt, dann hat alles bei uns heute funktioniert. Wir haben von Anfang an in unserer 5-1-Abwehr Berlin sehr viel unter Druck gesetzt. Wir wollten Berlin in Aufgaben stellen, weil so wie Petko auch sagte, wenn Nenadic nicht dabei ist, derjenige, der alles im Angriff steuert, dann ist das schwierig, wenn du dann Peke, Peterson, Mensah die ganze Zeit vor dir hat, und das hat viel, glaube ich, Unruhe gesorgt. Und wenn man dann gute Chancen rausgespielt hat, dann hat Apelgren gut gehalten. Und dann haben wir das gemacht heute, was ich eigentlich von uns jedes Mal erwartet, ist, dass wir heute so erstes Mal diese Saison haben wir fast fehlerfrei erste und zweite Welle gelaufen. Und das haben wir vor dem Spiel darüber gesprochen, dass das ein Schlüssel sein kann. Und das muss man sagen, das war heute der Fall. Viele gute und einfache Tore bekommen. Ja, und also
dann ist die Ergebnis so hoch, aber manchmal klappt das bei einer Mannschaft und manchmal klappt das bei den anderen nicht so gut und dann passiert das ab und zu, aber ich will nicht so viel daran legen. Berlin, so wie Petko auch gesagt hat, hat ein bisher sehr gute Saison gespielt und ist eine hervorragende Mannschaft und wir hatten heute richtig großen Respekt für die und das werden wir auch weiterhin haben und die werden noch weiter tolle Spiele spielen. Danke. Dankeschön, Nico. Wir kommen zum Statement von unserem sportlichen Leiter, von Oliver Rogisch, bitte. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Riesenrespekt an die Mannschaft, an Nico. Es ist schön zu sehen, wie eine Mannschaft spielen kann, wenn sie das umsetzt, was der Trainer sagt. Und das war heute erste Halbzeit fast perfekt. Wir haben kaum technische Fehler gemacht. War überragend zu sehen. Was ich mir wünsche, dass wir diese Stimmung, die wir heute in der SAP-Arena haben, auch nächsten Donnerstag haben werden. Heute waren 10.579 Zuschauer da. Ich glaube, diese Truppe hat ein ausverkauftes Haus verdient am Donnerstag. Und das könnt ihr ganz dick in eure Notizblöcke jetzt schreiben. Das ist der Riesenwunsch, ist, dass wir die Halle voll haben, dass wir genau diese Unterstützung haben. Weil ich glaube, der Grund, warum es heute auch 60 Minuten durchziehen könnte, war diese Atmosphäre, die wirklich unfassbar war. Und so wünschen wir uns das gegen Flensburg. Ansonsten Berlin, gut Nachhauseweg. Ihr habt eine lange Busreise vor euch. Gute Restspiele noch in diesem Jahr. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr in Berlin. Vielen Dank, schönen Abend. Dann wirst du dich freuen, wenn ich dir sagen kann, dass das Spiel am Donnerstag ausverkauft ist, tatsächlicherweise. Also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, man könnte noch Karten kaufen. Dann gibt es Fragen ihrerseits. Uli. Achso, ja. Achso. Frage an Nikolai. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat in dieser Woche verkündet, dass du zum Saisonende aussteigst bei den Löwen. Was ist da wahr dran? Da ist nichts war es dran. Also ich habe das auch vor dieser Saison angefangen ist gesagt. Ich bleibe hier bis 2019 mindestens. Wenn irgendwas passiert, dann passiert das nicht bei den Löwen. Ich will meinen Vertrag hier erfüllen. Das habe ich Olli versprochen. Das habe ich viele Spieler versprochen, die auch Verträge verlängert haben. Ich habe das zu unseren tollen Fans gesagt, dass ich hier bleibe. Und dann bleibe ich hier. Und das lässt sich nicht ändern. Egal, was passiert. Außer der Verein mir nicht haben mehr. Sonst bleibe ich bis 2019 hier. Und ich bin sehr glücklich und froh, dass ich bei so einem Verein arbeiten darf. Mit solchen tollen Spielern. Und ich gehe fast jeden Tag happy zu Training und freue mich, mit meinen Spielern zu arbeiten. Also von daher kommt das nicht in Frage. Gibt es weitere Fragen? Frage an Petko. Im Vorfeld des Spiels wurde von Berliner Seite die Schiedsrichteransetzung problematisiert. Deshalb sei die Frage erlaubt, wie hast du die Leistung der Schiedsrichter gesehen? Wenn du verlierst ein Spiel mit 14 Toren, sollst du diskutieren über Schiedsrichterleistung. Und sonst eine Ansetzung von dir, ich finde auch nicht glücklich, aber ist nicht meine zu kommentieren, sowas. Gibt es weitere Fragen? Noch schon eine? Okay. Danke, dann wünsche ich den Berlinern eine gute Heimreise. Wir sehen uns nächste Woche gegen Flensburg. Dankeschön, tschüss.